Lustigsten Clips von FIFA-YouTubern aus den letzten Wochen. Shoutouts wieder an meinen Mod Nikita, der das Ganze hier rausgesucht und zusammengeschnitten hat. Ich habe die Facecam jetzt hier wieder unten in der Mitte, weil bei den FIFA-YouTubern, manche haben Cam oben rechts, manche unten links, manche oben links. Deswegen, ich glaube, hier ist die beste Position, dass sich nie jemanden verdeckt. Hier wird wieder alles dabei sein. Rage, loste Momente, lustige Sachen, alles. Grün und der geht nicht rein. Krass, wenn er jetzt rausgeht bei 1-1, wäre schon... Das sind diese Weekend-League-Gegner, die merken dir keine Chance, aber die wollen nicht, dass du den Win kriegst. Das ist so bitter. Wäre der Ball wenigstens reingegangen, hätte Tim den Sieg so... Nein. Das sind die Weekend-League-Gegner, die wir lieben. Die merken, die haben keinen Stich. Es steht 1-1 und die gehen raus. Das ist doch unglaublich. Bro. Lieben wir. Warum? Warum? Dann mach doch, lass den Ball doch wenigstens rein, oder? Was ein Hund, der Gegner, ehrlich. Was ein Hund. Also, warum machst du sowas? Warum gönnst du nicht? Warum gönnt man nicht? Ich check's gar nicht, ne? Ich verstehe sowas ernst nicht. Wieso? Ey, es kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein. Gegner, du bist so scheiße. Du bist so scheiße. Er steigert sich immer so rein in seinen Rage. Es geht immer so langsam los. Und je mehr er redet und flucht, desto schlimmer wird's. Desto saurer wird's. Scheiße, wie kann das sein? Es steht hier 1-1. Wo ist meine Abwehr? Wo seid ihr alle? Er kriegt ja jeden verfickten zweiten Ball, dieser Dreimal kriege ich den Ball und dreimal kriegt er den zurück. Oh mein Gott. Oh. Er läuft uns aus. Dieser verdammte Ashley, Alter. Ashley. Oh mein Gott, ich kann es aber so fühlen. Ich sag euch ehrlich, FIFA 23, das ist irgendwas faul. Also manche Matches, da kann man gar nichts machen. Da wird man komplett zurückgehalten. Jeder Ball fliegt ins Aus, man kriegt keine... Nicht, das ist wirklich krass. Ja, Digga. Ich kann keine Weakling spielen, es geht nicht. Ja, komm, bitte, Werner, oh, wichst den noch rein, Timo, Alter. Ich schwör, ich lass mir die Nummer von Eli geben und ruf den an, Digga. Ja, komm, bitte. Komm, geh rein. Ja. Ja. Ihr Pfeff. Oh mein Gott. Wirklich, was passiert hier? Das ist der Vergleich. Cristiano Ronaldo gegen wen? Gegen Willi, ne, oder? Easy win? Erst lachten sie und dann haben sie... Warum sind hier schon wieder Chicks im Hintergrund? Haben sie gefragt, wie... Bro, Baseballschläger auf den Tisch. Oh, Noah, der rastet auch immer aus, ne? Das ist der Tisch, Junge. Ich sag's, der Tisch von Nokia. Der ist so auf den Tisch springen. Das hat die bei Satarugo schon gesehen, was der alles macht, ne? Mit, Sachen, Trikot ausziehen, zerreißen, Tisch zerhauen, Fenster nein, kaputt nein, machen. Nein, so guten Videos, muss ich sagen. Overall ein L. L-Video einfach. Ich schwöre, da kann ich wirklich gar nichts mehr einschätzen. Der Typ ist mir ein Rätsel. Tür zu. Es war das Fenster, aber egal. Fenster geht doch kaputt. Was soll der als nächstes Haus hochjagen, hä? Ich war Problemkind Nummer 1 auf meiner Schule. Absolut. Ja, wenn das Oberteil, Mann. Das Next Level mit diesem Gold. Was, wie kommt man auf sowas, Digga? 1928 vor seiner Streaming-Karriere. Das ist der Grund, warum ich angefangen habe zu streamen, damit es sich rentiert. Und seitdem ich hinter der Kamera sitze, bin ich normal geworden. Noni! Ja, okay. Also bei ihm sieht man auch einfach, wie alles ausgeht. Also man sieht diesen Moment, wie er in die Kamera guckt und wie auf einmal im Hirn alles runterfährt und einfach nur noch Aggression da sind. Ich kenne diese Momente auch manchmal. Denk mal, jeder von uns hat schlechte Erfahrungen im Leben gemacht und auch mal eine schlechte Phase im Leben. Aber ich glaube, für mich kann ich sagen, Zocken hat mir extrem geholfen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Bitte nicht. Okay. Und? Mutter hat mich gefragt, ob du verrückt bist. Nee, ist ganz normal. Wenn du ein Mann bist, schaffst du eine Minute. Junge. Alles ganz normal. Ah, mit Luke, stimmt. Der hat irgendeine Challenge gemacht, wo einer was essen muss. War es was Scharfes oder was Ekliges? Ich weiß gar nicht mehr. Ich hatte das auf der Startseite gesehen. Ich bin so oder so. So gewiss. Ich gab einen Test, die Schärfe. Ah, okay, es geht um Schärfe. Irgendwas Scharfes muss der Bre links essen. Ja, Mann. Da steht sogar RIP drauf. Ja, ich hab gewonnen. Ich muss es nicht machen. Einer schreibt, eine Minute durchhalten ist sogar gefährlich. Riech mal dran. Mit Milch schon im Hintergrund. Oh wichtig, sehr wichtig. Lass mich mal. Die Nase brennt bestimmt schon vom Riechen. Man kann blind werden. Pass auf, bitte. Ne? Man kann blind werden. Er hat einen Handschuh an. Oh mein Gott.
Wie er guckt, er guckt ganz klar, er guckt gerade in den Chat, alle schreiben so, Bruder, du kannst sterben, du kannst dies blind werden, allein riech ist gefährlich und sowas. Schreiben die alle im Chat, weil sie da mit Loco, er guckt so, ja, ich hab dich verloren und er kommt ganz klar, ey, überleg gerade, Bruder, warum hab ich zugesagt, warum bin ich überhaupt dabei, das ist nicht mal mein Video, weil ich bin ja einfach hier Opfer, mich. Also es riecht nicht Schock, es riecht einfach unnormal. Diese Emotion gerade, ey, dieses Standbild, was wir da gerade hatten, ist so legendär. Also einmal deine Zunge ran, dann direkt weg. Er hat schon, er hat so viel Pulver im Mund. Boah, ich schwöre, ich werde sterben. Als ob so schlimm. Ich schwöre auf Gott. Oh mein Gott. Komplett, direkt in den Mund. Direkt rein, alles, den Rest auch. Den Rest auch. Wie frech, Hamid. Wie frech. Was? Gib mal Milch. Milch? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann, ich kann so scharfe Sachen auch gar nicht ab, ey. Das, was am allerschlimmsten ist an der ganzen Sache ist... Ist das eine neue Milch? Die sieht anders aus als die anderen. Der hat jetzt 1 Liter Milch getrunken und die haben nochmal eine neue geholt. Ihr trinkt Milch? Mit Tränen im Auge. Oh mein Gott. Ja, und ihr denkt, es hört auf. Und da fängt es wieder an. Der hat den wirklich mit der Hand weggehauen. Habt ihr das gesehen? Das geht bei Janine hier wieder weg. Der hat den wirklich mit der Hand weggehauen. Da! Achtet auf Kohl! Achtet auf Kohl! Das ist nicht passiert. Der haut den mit der Hand weg! So, ich geh rein. Ich erwarte. Vielleicht keinen Kopf, der hat den einfach so weggehauen. Nix. Und ich schau immer nur mit einer. Hero! Halt stopp! Ach so, Ginola, ne? Kennt ihr dieses Meme von dem Professor, der irgendwie eine Steckdose fasst oder so und der so abgeht? Eins zu eins Willi gerade bei seiner Reaktion. Halt stopp! Let's go! Let's go! Ginola! Ja! Oh Mann! Bro, ihm sind fast Augen aus dem Kopf gefallen. Mein Gott! Ich hab's dir gesagt, Digga! Alles klar, echt lustig zu Pack-Reaktion bisher in diesem FIFA. Ich hab es dir gesagt! Oder 1,7 Millionen. Ich hab es dir gesagt! Dicke Batzen, was geht bei Moja ab? Bei ihm passiert auch immer Bullshit beim Gameplay. Und deswegen werden wir jetzt die Spiele abstoßen. Oh, man, Scorpion-Kick machen. Ah ja, Trimax, hat ja aufgehört. Hat sogar alles discarded. Den Hinweis können wir ausmachen, wow, dass es keinen Weg zurückgibt. Ich dachte, er hat wirklich nur das Spiel gelöscht. Nein, das ist nochmal viel, viel kranker, als das Game nur zu löschen, ne? Ja. Ich dachte wirklich, jetzt nur gelöscht. Stell drauf, nein, hier niemanden zu bringen, die Spieler zu holen. Ja, krass. Man kann 3 Spieler zurückholen, ja, werde ich aber nicht machen. Naja, man kann 3 Spieler zurückholen, der Typ discardet gerade 10 Spieler, nee, mehr sogar mit Bank, alles drum und dran. Der discardet 20 Spieler, die jeweils fast alle über 1 Million kosten. Krass, man kann 3 zurückholen, ja, das ist trotzdem Beweis genug, ey, dass er die alle hier weghaut. Oder selbst wenn er die 3 Besten zurückholt, hat er immer noch 20 Millionen Verlust gemacht. Ah, schon geistkrank, ey. Okay, da gibt's wirklich no way back. Der Mann hat durchgezogen. 21.000 Euro ausgegeben in 7 Tagen vor Release. Ah, und die 21.000 so Euro gehen gerade rutschen. Gigantische Scheiße. Ich meine, okay, mit den Streams hat er noch mehr Geld gemacht, aber prinzipiell trotzdem, hier geht gerade viel rutschen. Scheiße. Aber er ist konsequent. Und jetzt weggeschmissen. Wie trocken er das sagt. Alles weg. Dann ist auch Pelé. Schnellverkauf. Und R9. Ebenfalls abgestoßen. Ich weiß genau, wie ihr euch fühlt. Ich kann mir nicht mal R9 in diesem FIFA leisten. Und ich habe trotzdem wahrscheinlich mehr Coins, als die meisten, die gerade zugucken. Und mir hat das schon richtig wehgetan. Oder die meisten werden sich denken, wie schenk doch einem Zuschauer den Account, mach irgendwas. Du kannst das Zeug wegwerfen. Leute würden davon träumen, einmal im Leben R9 so früh in FIFA zu spielen. Bitte, Sascha. Ich muss in die Gruppe in der Unterhaltung. Unterhaltung. Er hat im Cup mit Keeper Dribblings gemacht und so. Ja, 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 ja.